Ja, spürt einfach, was da ist, du hast sowieso keine Chance. Es ist einfach nicht aus dem Weg zu räumen. Ja? Bewusstsein ist eine ganz natürliche Existenz oder auch Existenz oder Wahrnehmen genannt. Präsenz. Und das ist das, in dem all das stattfindet, was stattfindet. Und es findet immer nur genauso statt, wie es stattfindet. Das Leben selbst wählt da nicht aus. Es ist nur die Angelegenheit der Person und auch relevant für die scheinbare Person, ja? Da etwas dran ändern zu können. Und es ist wirklich so, dass wir immer wieder auf die Unmöglichkeit dessen stoßen. Immer wieder. Immer wieder deutlich, ach, es läuft nicht so, wie ich denke, wie ich möchte, wie ich es gerne hätte. Dabei läuft es immer so, wie es sein sollte. Oder soll. Und immer nur wieder die Person, das persönliche Konstrukt, was sich dem widersetzen möchte. Das widerspenstig ist, widerstrebend. Auch daran ist nichts falsch, aber wir sehen das einfach ganz deutlich. Das ist nicht angenehm. Es hat seine eigene Intensität. Das ist ja spürbar heute Morgen ganz stark gewesen. Und Widerstand ist eigentlich der einzige treffende Benennung dessen. Ja? Aber wie schon gesagt, was das Leben angeht, ist jeglicher Widerstand zwecklos. Das ist nicht die Angelegenheit der Polizei. Ja, das möchte sich das gerne anziehen und dabei scheinbare Power, scheinbare Macht, was ja auch so fälschlicherweise gesehen wird. Aber diese Macht, von der ich spreche, das ist in dem Sinne nicht Macht, sondern es ist einfach nur die Gewaltigkeit der Existenz, die unbekümmert sich selbst entfaltet. Und du kannst den Ozean in keine Tasse packen. Das ist die Illusion. Einfach wirklich so, wir sehen uns zwar an, aber für mich sind in diesem Moment alle da. Ist für dich auch, ne? Du kannst noch so weit rum wegrennen, dich noch so verstecken und so tun, als wärst du nicht mehr hier oder würdest was anderes machen. Der Realität kannst du nicht ausweichen. Ist unumstößlich in mir, immer, augenblicklich, jede Begegnung. Und das Schöne daran ist einfach zu sehen, dass das so ist, weil es ein nicht an den Körper gebundenes Phänomen ist. Ja, lasst ruhig zu, es ist auch Freude, es ist auch Freude, pop, plötzlich taucht sie auf und dann ist sie wieder weg, aber dass die Bewegung des Kommens sind einfach Wellen.